Ja, hallo Thorsten. Hallo Jörg, schön dich zu sehen. Ich nehme an, es geht um RFID. Ganz genau, und zwar habe ich hier eine kleine Revolution. Das ist der neue ultrakompakte All-in-One-Schreiblesekopf Q130. Ja. Das heißt, wir haben hier ein Gerät, ein Gehäuse und dort ist das Interface und der Schreiblesekopf in einem Gehäuse verbaut. Kombiniert, also vorher hatten wir einen einzelnen Schreiblesekopf plus ein Feldbusmodul. Das Feldbusmodul ist quasi integriert. Genau. Und das Gerät hat trotz seiner kompakten Bauweise eine sehr gute Reichweite und im Vergleich zu unseren Wettbewerbern die größte Reichweite in Bezug auf seine Bauform, auf seine Baugröße. Okay, ich kann es wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich die Webserver-Funktionalität. Ganz genau, also das Gerät anzuschließen und in Betrieb nehmen ist quasi ein Kinderspiel. Hm. Ich kann es an einen PC anschließen und habe sofort dann über TAS oder über die Geräte-Webseite habe ich sofort Zugriff auf meine Parameter und kann sofort Datenträger lesen und schreiben. Ja, gibt es noch irgendwas, was das Gerät so ein bisschen hervorhebt? Ja, es hat noch eine eingebaute Funktion. Und zwar, wenn jetzt Metall in der näheren Umgebung des Gerätes ist, kann sich das Gerät in gewisser Weise auf diese Umgebung einstellen und kann dann wieder seine hervorragende Schreibleserreichweite erzielen. Ja, üblicherweise montiert man es ja irgendwo auf einen Träger oder so etwas. Genau. Und dann bleibt die Reichweite erhalten. Ja, das hört sich gut an. Kleines Gerät, viele Features, Vorteile. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg damit und ich glaube, der ist dir garantiert. Dankeschön.